Hallo ihr Lieben, und zwar diesmal fangen wir direkt aus der Perspektive an. Und zwar, ihr habt es gesehen, wir machen Honigschnitte mit Mandelgrilllage. Eigentlich ist das Rezept mit Walnüssen, aber ich verbrauche jetzt meine Mandeln, weil ich die auch sehr gerne habe. Und zwar, ich habe jetzt hier erstmal die Zutaten für den Teig. Habe mir das jetzt so weit runtergerechnet, dass ich hoffe, dass es so ungefähr reicht für zwei so eine Förmchen. Muss mich da aber ein bisschen selbst überraschen lassen. Und zwar, was brauchen wir? Einmal 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Puderzucker, einen halben Teelöffel Natron, dann ein Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm Butter, 15 Gramm Honig, dann etwas Rumaroma, wer möchte, wer nicht, lässt es halt weg, ein Ei und dann brauchen wir noch einen halben Esslöffel Milch. Und das war's. Und zwar, wir starten jetzt erstmal mit den trockenen Zutaten, und zwar mit dem Mehl, mit dem Puderzucker, Vanille, und so einen halben Teelöffel Natron. Das Ganze können wir schon einfach ein bisschen verrühren. Und zwar, jetzt geht's weiter. Jetzt geben wir in den Topf die Butter, dann den Honig, dann so einen halben Esslöffel Milch, also kleiner Schuss. Und wer Rum mag, kann auch schon Rumaroma dazu machen. Und das Ganze lassen wir jetzt erstmal schmelzen. Und zwar, jetzt haben wir hier die geschmolzenen Sachen. Und jetzt gebe ich erstmal das Ei dazu. Natürlich darf das jetzt nicht heiß sein. Das ist es bei mir jetzt auch nicht. Sonst wird ja das Ei gerinnen. Dann geben wir das jetzt mal dazu. Kleines bisschen Schale, das wollen wir nicht. Und dann verrühren wir das erstmal. Und jetzt gebe ich immer nach und nach von unserem trockenen Gemisch, was wir alles zusammengerührt haben, immer während dem Rühren was dazu. Und jetzt haben wir unseren Teig und den stellen wir jetzt einen Moment zur Seite und kümmern uns um unsere Mandeln. Und zwar, jetzt geht's weiter. Wir brauchen 80 Gramm, also grob gehackte Mandeln, grob gehackte Haselnüsse, Walnüsse, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Dann 12 Gramm Puderzucker, ein halbes Päckchen Vanillezucker. Ich nehme jetzt nur ein halbes Päckchen, weil wir haben ja schon mal eins genommen, sonst ist es doch ein bisschen viel, denke ich. 20 Gramm Honig, 25 Gramm Butter und das kommt jetzt alles zusammen in die Pfanne, bis es karamellisiert und dann haben wir die nächste Sache schon erledigt. Und zwar, wir fangen mit der Butter an. Den Herd könnte man auch anmachen, das wäre nicht verkehrt. Dann Puderzucker. Dann die Mandeln in meinem Fall. Etwas Vanillezucker. Und der Honig. So, jetzt fängt das Ganze an zu karamellisieren langsam. Und dann können wir es separat abfüllen. Dann kann es einen Moment abkühlen, denn dann müssen wir uns wieder um den Teig kümmern. So, also mein Plan ist ja später aus dem Teig, den wir jetzt hier drauf streichen, insgesamt vier Teile auszustechen. Und zwar zwei Teile brauchen wir für den Boden, also weil ich ja zwei Förmchen machen will. Und zwei Teile brauchen wir für oben drauf und in der Mitte kommt ja noch eine Creme rein. Also brauchen wir vier solche Teilchen. Und jetzt verstreichen wir einmal die Hälfte des Teiges auf der Seite. Ihr werdet auch gleich sehen, warum die Hälfte. Oder könnt ihr euch vielleicht schon denken vom Bild her. Und hier
Den Ofen habe ich mittlerweile übrigens auf 200 Grad eingestellt, damit er vorheizen kann. So, jetzt gucke ich mal, wie das klappt mit der Teigkarte, weil der Teig ist, wie ihr seht, etwas zäh. Aber es geht. So, und jetzt wird die Frage gelüftet, warum das separat ist, weil der obere Teil, der später nach oben kommt, ja diese Nuss- bzw. Mandelschicht in meinem Falle ja bekommt. Und deswegen machen wir das jetzt gleich schon hier drauf. Und jetzt geht das Ganze ab in den Ofen. So, ihr Lieben, und zwar das Ganze war jetzt bei mir so 11-12 Minuten im Ofen. Das können wir jetzt ein bisschen auf die Seite stellen, dann kann das abkühlen. Und währenddessen kümmern wir uns noch um die Creme. So, und zwar, wir brauchen einmal 120 Milliliter Milch, 14 Gramm Stärke, 12 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Vanillezucker, da nehme ich jetzt noch das restliche, was ich eben aufgemacht hatte, und ein Spritzer Zitrone. Und zwar, jetzt gebe ich mal die Milch in den Topf, dann noch Vanille und ein Spritzer Zitrone. Das lasse ich jetzt erstmal warm werden. Ich gebe ganz wenig, weil der sehr intensiv sauer ist. So, währenddessen jetzt hier warm wird, habe ich jetzt das Mehl und die Stärke zusammengegeben und gebe da gerade einen Spritzer Wasser jetzt hinzu, damit wir das schon mal verrühren können und in der Hoffnung, dass es dann keine Klümpchen gibt. So, jetzt gebe ich hier noch das Mehl und die Stärke dazu. Ihr hättet es natürlich oder könnt es natürlich auch mit Milch anrühren, ganz klar. Und jetzt schnell rühren. Jetzt müssen wir einfach rühren und warten, bis es andickt. So, ich habe jetzt den ersten Teil von der Creme in so eine größere Schale gegeben, aber auch nur aus dem Grund, damit ich es großflächiger verteilen kann, und stelle es jetzt auf den Kühlschrank, dann kann es nämlich kurz abkühlen. Und währenddessen machen wir jetzt einfach noch die zweite Sache, die wir für die Creme brauchen, und bis dahin ist es dann auch ausgekühlt. So, und jetzt haben wir es auch fast geschafft, und zwar hier habe ich jetzt nochmal 80 Gramm Butter und 30 Gramm Puderzucker, und das geben wir jetzt hier noch zusammen, verrühren das. Und da kommt dann nämlich der andere Cremeteil noch mit dazu. Und dann können wir anfangen, das Ganze zu stapeln. Bevor wir jetzt aber die Creme fertig machen, werde ich das jetzt erstmal ausstechen. Der Rest muss halt dann so genascht werden, jetzt in meinem Fall. Und jetzt machen wir die Creme fertig. Und zwar geben wir das einfach zusammen. Und verrühren das schön. Jetzt verteilen wir die Creme einfach auf die Törtchen. Und jetzt kommen dann noch unsere Deckelchen obendrauf. Ein bisschen quetschen. Andere Seite. Und dann geht das Ganze erstmal ab in den Kühlschrank, damit die Creme auch fest werden kann. Hallo ihr Lieben, und zwar so sieht das Ganze jetzt von Namen aus. Ich wüsste auch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, denn es ist alles gesagt. Und wie gesagt, die Nüsse könnt ihr halt austauschen. Und ja, dann macht's nach, lasst es euch schmecken, und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!